Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Minecraft-Let's Play. Ja, die letzte Aufnahme ist ja echt nicht bei mir persönlich schon eine Weile her. Für euch ist die Aufnahme, beziehungsweise die Folge, die letzte wahrscheinlich noch gar nicht so lange her, denn, okay, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen jetzt zwischendurch erstmal wieder Long Dark kommen, denn das kommt aktuell sehr regelmäßig wahrscheinlich, aber in letzter Zeit kam täglich ein Video raus, total toll und so. Aber ich versuche mal, dass ich vielleicht Minecraft immer mal so, aber nicht immer eine Folge reinschieben kann, ne? Ja, denn ich habe wieder ein bisschen Lust hatte ich eigentlich immer, eigentlich nicht, aber ja, will mal wieder irgendwas hier tun, irgendwas machen. Und ich will mal kurz gucken, wie viel wir an, wo ist denn das hier? Sind jetzt nicht unendlich viele Steine, sind zwar auch nicht so wenig Steine, aber ich sind halt auch nicht unendlich viele Steine. Ich hole noch mal ein paar, mache 5 Spitzhacken. Gut, das sind jetzt nicht die allerspannendsten Folgen, wenn das nicht interessiert, ne? Und so lässt sich halt nicht ändern. Ich versuche in der Zeit ein bisschen hier labern, damit die Folgen vielleicht doch ein kleines bisschen spannender werden. Und ja, wenn halt nicht, dann ich halt nicht, ne? So ist es einfach. Und ich versuche jetzt wieder halbwegs regelmäßig wirklich Videos zu machen. Also jeden Tag eine Folge. Und ich nicht. Vielleicht, wenn ich gut bin, schaffe ich auch mal an dem Tag 2 Videos. Ich will allerdings nicht versprechen. Also ziele ich prinzipiell jeden Tag eine Folge. Kollege, hallo. Vielleicht mache ich halt wirklich, wie gesagt, so, dass ich auch mal eine Folge Minecraft und eine Folge was anderes kommt. Vielleicht kriege ich auch wieder hin, dass ich nicht mal regelmäßig der Fall sein wird, aber da kann ich halt, wie gesagt, nicht versprechen. Gut, mal gucken, wie sich alles so entwickelt. Wobei ich mal halt aktuell meine aktivste Form ist, ist Insta Plattform, ist Instagram. Wollte ich da auch nur einmal in der Woche, was ich hochlade. Aber da bin ich halt aktiv in dem Sinne, dass ich halt da häufig nachgucke und so. Aber ich habe vor, wieder auf YouTube ziemlich aktiv zu werden, in dem Sinne, dass ich halt regelmäßig hochlade. Mal gucken, ob das klappt. Ja, aktuell klappt es ja doch relativ gut. Auch wenn die Folgen nicht mal alle pünktlich kommen, aber ich bekomme jeden Tag eine Folge bis jetzt wieder. Das ist schon mal viel wert, sehr viel wert. Verhältnismäßig zu der Zeit, wo ich jetzt mal wochenlang gar nichts wirklich hochgeladen habe. 2, 3 Wochen teilweise. Das ist doch nicht so geil, oh. Und da bin ich ganz froh, dass ich wieder regelmäßig der Fall ist, dass Folgen kommen. Ich habe übrigens auch über den Zeitraum, als jetzt hier unregelmäßig Folgen kamen, beziehungsweise scheinbar kommen auch die falschen Folgen oder keine Ahnung. Ich aktuell so, dass ich auf YouTube ziemlich einen Abonnentenverlust habe, tatsächlich. Entweder wollt eher nur Minecraft sehen, dass ihr dadurch geht. Obwohl ich mir das auch nicht vorstellen kann, einfach aus dem Grund, weil mein Channel bestand zwar früher zu vielen Prozentteilen aus Minecraft, aber ich gehe ja schon seit einer ganzen Weile so, dass ich immer weniger Minecraft spezifisch ich. Muss ich mal ehrlich so sagen, ne? Ich meine, ich will mich jetzt wieder ein bisschen mehr dazu entwickeln, ja, weil ich halt einfach immer der Bestandteil des Channels war. Ich war halt immer das Hauptprojekt, ne? Und ich auch nach wie vor das Projekt, wo ich am meisten Zeit rein investiert habe und wahrscheinlich auch investieren werde, weil ich gehe ja noch weiter, ne? Wie gesagt. Falls ihr euch fragt, warum ich so viele Kabel ich brauche, ich will nach wie vor die Mauer weiterbauen. Irgendwann mal. Nicht aber ich heißt irgendwann mal. Wenn wir genug Kabel zusammen haben, gehe ich wieder zur Mauer. Dass ich die Aufnahme schon sein wird, bezweifle ich aber ehrlich gesagt, weil ich denke nicht, dass ich viel länger als eine halbe Stunde jetzt wieder aufnehmen werde. Total toll und so. Ich denke mal, vielleicht 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, eventuell auch ein bisschen länger, aber ewig lange wird die Aufnahme halt nicht sein. Das nur ist schon vorneweg. Eventuell nehme ich aber morgen nochmal auf. Das weiß ich aber auch noch nicht. Je nachdem, wie es morgen zeitlich und alles aussieht, ne? Ja, das wäre vielleicht nochmal eine Maßnahme. Ich möchte aber auf jeden Fall auch irgendwann mal wieder die Long Dark Folgen schneiden. Ich hatte jetzt zwar für ewig viele Zeiten
auf Vorrat geschnitten gehabt, dann waren die Folgen erstmal wieder die alle, die ich vorgeschnitten hatte. Aufgenommen habe ich ja schon wieder für 3 Wochen oder so. Aber Folgen, die ich vorgeschnitten hatte, waren auf jeden Fall erstmal soweit aufgebraucht. Und dann musste ich erstmal weiter schnibbeln. Oder muss ich wieder weiter schnibbeln? Ist jetzt kein großer Akt, denn das geht relativ schnell tatsächlich. Aber ich habe nicht im Verhältnis zu Minecraft. Also Minecraft ist irgendwie aktuell ein ziemlich aufwendiges Projekt bei mir geworden. Deshalb kommt halt auch so wenig, weil ich die Folgen immer am Laptop dann rendern muss. Und ja, das ist immer ein bisschen blöd. Da muss ich die Folgen erst auf dem Laptop ziehen, dann muss ich die dort rendern. Und das dauert auf dem Laptop so ewig lange, da irgendwie eine Folge zu rendern. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Du brauchst auf dem Laptop, um eine Folge zu rendern, vielleicht eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde, wenn es reicht. Und dann muss ich die noch hochladen, weil ich auch nicht so besonders schnell geht auf dem Laptop. Man hat halt nicht, oder ich habe halt nicht den allerbesten Laptop mehr. Der ist noch gar nicht okay zum Videos angucken und sowas. Er ist noch völlig in Ordnung in dem Sinne, aber halt zum Schneiden oder irgendwas, oder Rendern, ist er halt nicht mehr der schnellste. Aber hier lange wieder noch funktioniert, sehe ich jetzt auch keinen Grund, da irgendwie den Laptop schlecht zu sehen. So, wie sieht es eigentlich aus? Wir haben doch jetzt, naja, so ein bisschen was haben wir erstmal, allerdings mehr geht immer, ne? Also gesehen. Mich gerade noch mal überlegen. Ich frage mich ja ehrlich gesagt so ein bisschen, wie viel ich insgesamt überhaupt brauche. Vielleicht habe ich auch schon viele Kabels, aber ich glaube, ich in der Mauer ist doch ein relativ großes Projekt. Da werden wohl einige tausend für drauf gehen. Also, wenn ich mir überlege, wie viel ich jetzt in das Stück Mauer, was ich bis jetzt gebaut habe, investiert habe, das waren ja auch etliche Stacks. Dementsprechend wird da schon noch einiges drauf gehen. Da denke ich meistens, okay, dass ich immer mal neue Kabels hole. Ja? Ich denke, das ist okay. Gut, guten Tag. Ja, der war eher begrenzt nett zu mir. Deshalb musste ich den gerade einen Pfeil ins Gesicht pfeffern. Oder mehrere Pfeile ins Gesicht pfeffern. Aber wie ich spawne hier unten so viele Monster, ist da eigentlich alles ausgeleuchtet, oder? Reicht das von der Beleuchtung her nicht? Die Kamera von da hinten. Zumindest der Willi kommt von da hinten. Ist hier irgendwo was so wenig ausgeleuchtet ist? Ich wette, dass ich. Ne, ich habe sogar nicht wieder aufgenommen. Ja, hier wäre zum Beispiel hier eine potenzielle Stelle gewesen, hier ebenfalls. Oh, hier sind auch noch mal. Oh, hier sind sogar noch Spitzhacken. Hooray. Ja, es gibt schon noch ein paar Stellen, wo die spawnen können. Ich geb's zu. Ich werf mal schon mal ein paar Steine hier rein. Und das Eisenerz. Jo. Ist jetzt natürlich nicht die allerbeste Art und Weise, aber egal. Ich mache die Spitzhacken jetzt noch kaputt. Und wenn die alle kaputt sind, also alle Spitzhacken, die ich dabei habe, außer die Diamanten-Spitzhacke hier, wenn alle anderen kaputt sind, dann haben wir, denke ich, erstmal genug Steine. Wie gesagt, ich denke, für die ganze Sache werden wir insgesamt nie genug Steine haben. Also insgesamt irgendwann mal schon, wenn wir zigtausend geholt haben, aber jetzt so von so ein bisschen wird es nie genug sein, aber. Vielleicht erst hätten wir dann genug, sagen wir es mal so. Okay, noch muss ich hier ein kleines bisschen davon runterprügeln, bevor ich die Spitzhacke hier mit der anderen zusammen tue, um die zu reparieren, die beiden Spitzenhacken. Ich denke mal, in dem
roten Bereich ich dann wird es, denke ich mal, dazu kommen. Oder ich tue die andere noch mal benutzen. Kurzen Moment.